Ja, grüß euch meine Freunde. Nächste Honigschleudern steht an. Ihr wisst ja, wie die ganze Sache läuft. Ich habe mir gedacht, dieses Mal machst du mal einen Film, wo es nicht so viel quatscht. Da wird ganz viel mit Musik hinterlegt, gar nichts erklärt. Es ist eigentlich so wie bei den letzten zweimal Schleudern. Und es ist immer noch nicht das Abschleudern. Ich hätte mal dazwischen wieder reinschauen sollen, habe ich jetzt seit dem letzten Video auch nicht gemacht und ich komme auch irgendwie gar nicht dazu. Ja, das ist aber wie gesagt, der Honig muss runter. Ich werde dann einmal schauen, wie ich das dieses Mal mache, ob ich Helfer kriege oder nicht. Mittwoch habe ich jetzt Zeit, das heißt quasi morgen. Ja, vielleicht muss ich alleine und naja, wie gesagt, es kommt halt bloß einmal ein bisschen Musik und dann zum Schluss noch mal ein bisschen Ergebnis. Muss dieses Mal reichen, also tja, mal ein ruhiges Video. So, Schleudertag, sind 18 Kästen zum Herunternehmen. Ich habe aber bloß, ja, also 18 Völker. Ich konnte aber bloß den obersten Honigraum jetzt die Sheet reinmachen. Den unteren werde ich wahrscheinlich abkehren müssen. Zusätzlich noch ein paar, also ich rechne jetzt mit 45 Honigkästen. Ja, zum Schluss rühre ich mich dann wieder, wie viel das ist dann geworden ist. So, ganz ohne Quatschen geht es doch nicht. Der Kasten ist voll, das heißt, ich tue den jetzt runter. Den ersten abgeschleuderten setze ich dann an der Stelle hin und der kommt dann quasi da oben wieder drauf und dann hoffe ich, dass bis Nachmittag die Bienen dann zum Teil runtergrabbelt sind, dass ich nicht so viel abkehren muss. Honig, ja, es ist ziemlich zähflüssig, es ist so, grenzt zur Melizidose, es bleibt auch was drin. Ja, es geht halt nicht anders. Den Stein, was ihr vorhin gesehen habt, weißt du, was hochkant dort stehen, heißen dann, da gehört es hoch. Vier Stunden später, ja, ist halt zu kurz, darf ich halt jetzt abkehren. Aber es sind, denke ich mal, auf jeden Fall schon 20% draußen. Ja, dann kehren wir halt einmal schon. So schaut jetzt der Geschleuderte wieder aus, das sind schön drauf, den tun sie jetzt eben putzen. Jetzt stellen wir den ganz einfach drauf wieder und das Problem, was er dann eben habt jetzt, aber
da waren jetzt wirklich nicht viel drin, ich sage jetzt einmal 20-30%, müsst ihr halt auch wieder drauf kippen. Wenn ihr da jetzt eben entsprechend nicht das Ski drin habt, dann ist der Barz, also der Bienenbooster, dementsprechend schlimmer. Also ich finde es auf jeden Fall nicht bienenfreundlich. Weil da muss ich ja umeinander schütteln, umeinander schlagen. Bei dem anderen können es runterlaufen, sicherlich ist das Argument da, da werden welche zerquetscht. Ja, aber ich denke mal, nicht so viel wie da. Ja, deswegen mache ich das so weiter. So, meine Freundin, ach Gott, Abizieralarm. Da kannst du ja nicht beherrschen. Also, da haben wir jetzt Eime. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31 Stück. Also, so viel hat man heuer noch nicht. Das waren jetzt 25 Kästen und jetzt muss das Ganze wie immer in den Bottich, um einen gleichwertigen Geschmack und einen gleichen Wassergehalt zu haben. Also vom Rühren her könnte man sagen, 20 Minuten reicht vollkommen aus, dass er das. So, der rührt jetzt. Der Honig rührt jetzt auch schon wieder. Naja, 47 Minuten so vor sich hin. Ich denke, ich werde ihn jetzt langsam mal ein bisschen abfüllen. Also wie ihr schon sehen könnt, also dieses Mal sind diese oberen konischen Flügelräder oder Rührräder auch mit im Einsatz. Das heißt, er ist über der Hälfte gefüllt. Ja, abfüllen, wiegen. Also 0.33 Uhr, also fix und alt. Jo, meine Freunde, ja, also wie gesagt, es ist schon ein bisschen spät. Seid heute früh um 6 Uhr unterwegs. Wir haben jetzt geschleudert 25 Kästen. 435 Kilo, ich hab's gewogen. Bäh. Der Honi fließt. Wir müssen jetzt nochmal schleudern. Ja, Tag war heute super. Habe jetzt doch meine Helferlein bekommen, sonst hätte ich es ja gar nicht geschafft. Alles im Eimer. Ich habe jetzt, wie gesagt, alles rausgeschleudert. Melizidoseanteil ist ziemlich groß. Jetzt hoffen wir mal, dass uns das noch vorübergeht. Ja, in 4 Wochen denke ich mal August. Anfang August abschleudern, einfüttern. Problematiken hat es jetzt zwei heute gegeben. Einmal das mit dem weißellosen Kasten, ein bisschen extra filmen. Und einmal hatte ich einen Kasten, das werde ich jetzt weiter nicht filmen. Komisch. Also der hat unten
verdeckelte Brut gehabt. Die Stiftel waren eingetrocknet. Null Bienen mehr drin. Also keine Königin, gar nichts. Niente. Und oben im Schleuderraum, da hatte ich ja noch ein paar Rähmchen zugesetzt. Wie soll ich mich ausdrücken? Da war jetzt eine vereinzelte Weißelzelle gewesen. Komisch. Jetzt habe ich das ganze Zeug zusammengesetzt. Oder habe ich doch einen Film gemacht? Vielleicht habe ich einen Film gemacht. Ne, egal. Und den muss ich halt jetzt wieder verstärken. Neue Königin rein, aber haben wir ja genug. Gut. Also danke, dass ihr bis zum Schluss dranbleiben seid. Ja. Steilisch, naja. Morgen kommt das Auto in die Werkstatt, sonst wird es stücklich. Tja, Rücklaufaktion. Ich will es euch gar nicht so reindrücken. Hat jetzt ewig lang gedauert, bis das Teil aus Amerika gekommen ist. Morgen machen wir das, dann können wir das am Kraftpark Bundesamt und dann können wir wieder weiterfahren. Ja gut. Also dann sage ich mal einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ja, machen wir bestimmt wieder einen Honigfilmler. Ne? Euer Herbert. Gutes Nächtli, also zumindest für mich. Ausknopf, Ausknopf, aus, aus, abschalten. Servus.